Dankeschön, Herr Kollege von Brunn, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Kreuzer, ich verstehe ja die Arbeitsteilung zwischen Ihrem Ministerpräsidenten, der an unseren Anstand hier im Parlament appelliert, und Sie hauen dann drauf und holzen rum. Aber nichtsdestotrotz muss man einige Tatsachen zurechtrücken. Einige Sachen, die Sie gesagt haben, muss man zurechtrücken. Zum Beispiel dieses ewige Märchen von der Roten Welle in München. Jetzt regiert ja die CSU seit 2014 mit und konnte diese fiktive Rote Welle nicht abschaffen. Vielleicht kann Ihnen der Kollege Schmidt, der zukünftige, der zweite Bürgermeister, dann mal erklären, was er in den letzten 4 Jahren dagegen unternommen haben will. Warum fahren Sie denn eigentlich nicht mit der Bahn? Warum dieseln Sie hier in München rum? Liegt es vielleicht daran, dass die Bahnverbindungen in Bayern dank der CSU eben doch nicht so gut sind, wie Sie es immer behaupten? Wohnen in München, Herr Kreuzer. München hat das größte kommunale Wohnungsbauprogramm der Bundesrepublik Deutschland aufgelegt. 870 Millionen, 13.700 neue Baugenehmigungen 2017 unter Oberbürgermeister Dieter Reiter. 8.300 neue Wohnungen. Wir haben in München noch 62.000 Wohnungen in städtischem Besitz, während Sie 32.000 an Spekulanten verscherbelt haben. Das ist der Unterschied zwischen München und der CSU. Wir sind sofort dabei, Herr Kreuzer, wenn Sie Hartz IV reformieren wollen. Wir haben die Vorschläge gemacht, Kindergrundsicherung, weniger Sanktionen. Wer blockiert das in Berlin? Es ist die CSU, die das blockiert. Und ein letzter Punkt zum Kampf gegen Extremismus, ganz persönlich. Ich habe die Staatsanwaltschaft München darauf hingewiesen, auf einen möglichen Volksverhetzungstatbestand durch einen AfD-Kandidaten. Dieser Hinweis mit dem Link zu dem YouTube-Video ist 14 Tage lang liegen gelassen worden, bis dieses Video aus dem Internet gelöscht worden ist. Das ist Ihr Kampf gegen Extremismus. So sieht es in Bayern aus. Herr Kollege Kreuzer, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ich weiß natürlich, dass inzwischen meine Freunde aus München diese Stadt mitregieren. Aber ich weiß eben auch, dass man die Dinge von heute auf morgen ändern kann. Und dass man die Dinge nur dann ändern kann, wenn Rot mitmacht. Und Rot macht das Gleiche, wie es unter Grün gemacht hat. Und deswegen sind das schwierige Verhältnisse für die CSU in München, um dies deutlich zu sagen. Mit der Roten Welle diskutiere ich nicht mit Ihnen. Jeder, der jeden Morgen und Mittag fährt, weiß es. Es ist immer rot in München, meine Damen und Herren. Aber nicht mehr lang politisch. Nicht mehr lang politisch, sondern eben bloß noch auf der Straße ist es lang rot. Bei den Wohnungen brauchen wir doch nicht rumdiskutieren. Sie sagen, Sie haben etwas gemacht. Wäre ja auch schlimm, wenn Sie nichts gemacht hätten. Aber klar ist doch, Sie haben viel zu wenig gemacht. Sie haben die schlechtesten Ergebnisse aller deutschen Großstädte. Sie sind die schlechtesten, Herr von Brunn, in dieser Angelegenheit. Nicht die Besten. Und ob jemand was in einer Internetseite löscht, das kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Ich kann nur eines nachvollziehen. Wer Bündnisse mit Verfassungsfeinden unterschreibt, hat jede Legitimation verloren, über Extremismus zu sprechen, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Das war die Replik von Thomas Kreuzer auf die Zwischenbemerkung von Florian von Brunn. Ja, eine muntere Debatte. Fraktionschef Thomas.